Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, der TJ, und ich habe für euch heute mal ein kleines Rezept mitgebracht. Ja, und zwar zeige ich euch heute mal, wie ich meinen Mass Gainer Shake zubereite. Man befindet sich zurzeit in der Aufbauphase, das kennt man ja, und man hat einfach keinen Bock, immer jeden Tag sich voll zu fressen mit irgendeiner Scheiße, um verzweifelt auf seine Kalorien zu kommen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, einen Mass Gainer Shake zu sich zu nehmen. Ich habe mir einen einfachen kreiert, der wirklich auch, den sich jedermann ohne weiteres gestalten kann. Keine irgendwie teuren Bio-Lebensmittel oder sonstige Sachen. Er ist nicht fettfrei, das muss man sagen. Es ist bestimmt ein paar Fette drin, es sind bestimmt ein paar ungesunde Sachen drin, wo der ein oder andere Bodybuilder wahrscheinlich sagt, nee, esse ich nicht. Aber für alle Leute, die einfach nur einigermaßen gesund, sag ich mal, Masse aufbauen wollen, die können diesen Shake natürlich nutzen. Der hat circa, ja, das kommt immer darauf an, wie man das dosiert, zwischen 1000 und 2000 Kalorien. Kommt natürlich darauf an, wie viel man davon nimmt. Ja, aber das sind viele Kalorien, schnelle Kalorien, Kohlenhydrate, Eiweiße. Und wie in jeden Shake natürlich reingehört, ist natürlich das eine Banane. Ja, das ist ganz klar. Könnt ihr nehmen, welche ihr wollt. Das sind jetzt auch keine speziellen teuren, super teuren Bio-Super-Bodybuilding-Bananen, sondern einfache Bananen, ja. Ja, denn Bananen dürfen nie fehlen. Auch fürs Flavor ist natürlich super. Gibt ein bisschen Geschmack. Und ja, ist schon mal ein guter Nährwert drin. So, haben wir hier die Banane. Ihr könnt auch zwei reintun. Das ist immer ganz optional. So, jetzt kommen wir zu den Kohlenhydratquellen. Wir haben hier einmal Haferflocken. Könnt ihr auch verschiedene nehmen. Das sind Haferflocken, das sind Dinkelflocken. Warum zwei verschiedene Arten? Verschiedene Kohlenhydratquellen kann der Körper besser verwerten. Das heißt, wenn ich jetzt hier, das sind jetzt 80 Gramm jeweils, wenn ich jetzt 160 Gramm Haferflocken genommen hätte, könnte die der Körper wahrscheinlich schlechter verarbeiten als 80 Gramm hiervon und 80 Gramm hiervon. Verschiedene Kohlenhydratquellen besser verarbeitbar, also 80 Gramm Dinkelflocken, 80 Gramm Haferflocken. So. Dann ist das schon mal ein ordentlicher Batzen. So, und dann kommen wir nämlich zu einem interessanten Teil. Kalifornische Walnusskerne. Müsst ihr nicht die nehmen. Wir schauen mal hinten drauf. Wir haben hier gesunde Fette. Ploppen wir einfach ein paar rein. Messe ich jetzt auch überhaupt gar nicht das Gewicht oder ich wiege die jetzt überhaupt gar nicht ab. Einfach nach Gefühl. Einfach mal so zwei, drei Stück rein. Ihr könnt auch andere Nüsse nehmen. Irgendwie Studentenfutter, irgendwelche Sachen. Oder Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne. Ich variiere das auch immer gerne. Ich gehe immer so ein bisschen nach Gefühl vor. So, dann haben wir hier, um nochmal ein bisschen Flavor zu verleihen, geraspelten Kokos, ja, auch nochmal ein paar Fette. Und gibt natürlich einen schönen Flavor. Da müsst ihr nicht viel nehmen, da kann jeder schauen, wie viel er da möchte. Ich finde den Geschmack relativ heftig, also der ist relativ stark, deswegen nehme ich da, naja, gut geschätzte 10 bis 15 Gramm davon. Und dann lassen wir es damit auch schon wieder gut sein. Könnt ihr, das sind so also gibt es in der Backabteilung. Diese Teile hier, Buck Family, hier die Marke, welche gesponsert, nicht Spaß. Also da könnt ihr beliebiges Kokoszeug nehmen, ihr könnt auch ein anderes Flavor nehmen, ihr könnt natürlich auch Schokolade ein Stück reinwerfen, um einfach ein bisschen Geschmack reinzukriegen. Und hier haben wir dann noch Proteinshake. Muss nicht sein, wollte ich nur sagen, ihr müsst nicht unbedingt Proteinpulver reintun, denn manchmal kommt man durch die Ernährung auch schon auf das Protein, das man braucht. Am Tag nicht mehr als so 160, 170 Gramm sollte man vermeiden eigentlich. So auch vermeide ich es. Ich nehme so einen Shake zu mir übrigens vor dem Training und nach dem Training. Das heißt, vor dem Training meistens ohne Proteinshake, nach dem Training mit Protein hier. Und da tue ich einfach eine Messkelle rein. Das ist einfach auch nochmal Geschmack Vanille. Ja, brauchen wir nämlich nichts dann rein zu tun, das ist dann relativ süß. Gehäuft machen wir den auch gar nicht. Ich tue jetzt mal ein bisschen weniger rein, weil ich heute auch schon relativ viel gedeckt habe. Ja, so sieht das aus. Ganz easy. Und rein damit. So. Ich habe da jetzt auch gar kein spezielles Proteinpulver. Einfach das nehmen, was ihr kennt. Ja, das ist jetzt ein sehr, sehr billiges Vanillegeschmack mit. Lass mich gucken. Ich glaube 80% Protein. Also relativ gut. Kann man lassen. Also das Proteinpulver hat auch schön Kohlenhydrate, so wie ich mich hier erinnern kann. Ja, ist okay. Bisschen Zucker, ja. Hier auch nicht das Beste. Dann kommt Milch dazu, ja. Ihr könnt natürlich auch Mandelmilch nehmen, irgendwelche anderen Milchsorten. Ihr könnt natürlich auch Wasser nehmen. Milch finde ich einfach, ist so ein bisschen geschmacksbündelnd, ja.
kommt alles gut zusammen. Ich rück das mal jetzt Licht und dann haut ihr da einfach mal was rein. Ihr werdet schon merken, dass das eine relativ klumpige Masse werden kann. Ich hau jetzt mal hier alles rein. Ich werde auch heute nur einen nehmen, also nach dem Training keinen mehr. Ja, und ihr könnt natürlich dann, also jetzt habe ich hier mal zum Beispiel halt 80 Gramm Haferflocken, 80 Gramm Dinkelflocken genommen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr vor und nach dem Training macht, 40-40 machen und nach dem Training nochmal 40-40. So, ich hole gerade nochmal eine neue Milch. Ihr werdet merken, das schmeckt wirklich gut. Ich muss sagen, ich komme von diesem Geschmack nicht mehr los. Ihr könnt das so den ganzen Tag trinken und ihr habt halt dadurch gute Eiweiße, gute Fette, ja, ein paar Kohlenhydrate und einen ordentlichen Mass-Gainer Shake. Ihr seht schon, das ist unheimlich viel Mass-Gainer Shake. Das ist ein Liter. Warum ein Liter? Ihr könnt natürlich auch weniger machen. Aber ich persönlich mag es, wenn man ein bisschen was zu trinken noch nebenbei hat zum Runterspülen. Braucht man vor dem Training. Ich würde wirklich sagen, das Ding wirkt sehr, sehr gut. Ja, muss sagen, es gibt sehr viel Kraft. Es ist sehr schön. Man soll natürlich die Ernährung trotzdem nicht vernachlässigen. Trotzdem versuchen, alles durch Ernährung reinzukriegen. Aber das kann man als Ergänzung sich selber zusammenbrauen. Ganz easy gemacht, so ein paar Lebensmittel. Ihr seht ja so ein Kokoszeug, das kostet zwar, aber das hält halt auch für 20, 30 Shakes wahrscheinlich. Ja, hier auch die Walnusskerne, Proteinzeug sowieso, Bananen müsst ihr halt regelmäßig einkaufen gehen. Aber gut, und dann haut ihr das Ganze in einen Mixer eurer Wahl, ist ja scheißegal. Viele haben ja da ganz teure Spezialmixer, mit denen das bestimmt super geht. Ich habe hier einen ganz billigen, ja, so ganz einfachen Küchenmixer, mit dem man eigentlich was weiß ich was für Sachen pürieren kann und was weiß ich was für Sachen. So, Stecker rein. So, und dann würde ich euch raten, wirklich diese Masse auch wirklich mal 1-2 Minuten wirklich so immer mal wieder durchzushakern, weil das dauert wirklich seine Zeit, bis das durch ist. Und wir fangen mal an. So, da ist das Ganze nämlich auch schon fertig. Und dann kann man das nämlich auch schon trinken. Und was sagen, wenn man das lang genug durchmacht und wirklich da auch feine Haferflocken nimmt, feine Dinkelflocken, dann hat man hier so ein richtig schön flüssiges Getränk, muss man wirklich sagen. Also das ist nicht dickflüssig. Vielleicht sieht man das. Das ist schön ganz normal hier, wie ein Proteinshake. Man muss wirklich sagen, das ist wirklich für Leute, die dünn sind und Masse anzulegen wollen. Ja? Für mich zum Beispiel, ich mache nebenbei Leistungssport in Form von Leichtathletik. Das heißt, ich setze eh, sag ich mal, so gut wie kein Fett an durch den Sport. Kraftsport noch zusätzlich, das heißt, ich kann immer mal ein bisschen Fett zu mir nehmen, das ist gar kein Problem. Setzt man nicht so schnell an als Leistungssportler, wird beziehungsweise wieder verbrannt. Deswegen hier ist dann im Prinzip ja, ein bisschen Masse drin für alle Leute. Und natürlich ist es jetzt nicht, man kann den sicherlich durch Mandelmilch, durch irgendwelche Mousse und Sachen noch viel natürlicher und gesünder machen. Aber für mich, muss ich sagen, reicht der vollkommen aus, also für alle Leute, die nichts wiegen und ein bisschen mehr wiegen wollen, vielleicht ein bisschen mehr Kraft haben wollen, die können dieses Ding nehmen. Hat man extrem Kraftzuwachs, muss ich sagen, durch diesen Shake, habe ich mich einfach steigern können, was die Gewichte angeht, kann ich also aus eigener Erfahrung sprechen. Ich teste den jetzt schon nun seit 2 Monaten und habe 3 Kilo zugenommen seit 3 Monaten, das heißt also ungefähr ein halbes Kilo bis Kilo pro Monat, was ja, ja ein bisschen Fett dran, aber ist ja nicht so schlimm. Bin mein Körperfettgehalt von 10% circa. Ja, das heißt, alles easy. Wenn ihr den nachmachen könnt, ich kann euch die noch die Nährwerte nochmal, wenn ich dann denke, in die Beschreibung packen. Ansonsten die Nahrungsmittel, ganz einfach, habe ich aufgezählt. Einfach mal schauen, je nach Bedarf könnt ihr das dann dosieren. Ja, jeder macht das anders, deswegen der wird jetzt um die 1500, 1600 Kalorien in sich haben. Ein anderer hat vielleicht dann nur 1000, 1200, wobei nur ist ja gut, aber das heißt für Leute, die halt am Abend dastehen und sehen, oh, ich habe nur 2500 Kalorien gefressen, bräuchte aber eigentlich 4000, einfach den Shake reinkippen, 1500 Kalorien, schon hat man die 4000. Ja, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Tipps haben wollt, mehr irgendwelche Rezepte, irgendwelche Sachen, dann in die Kommentare mal was hinterlassen, mal Bescheid sagen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, ciao.